Die Kinder zur Schule bringen, das kann jedes andere Auto genauso gut. Doch selbst wenn im neuen Porsche Cayenne Turbo sowas wie eine Familienkutsche steckt, hat der Zuffenhausener ein wenig mehr zu bieten. Zunächst zur Familientauglichkeit. Der neue ist ein Stück größer geworden. Er hat an Länge gut 20 cm dazu gewonnen, beim Radstand sind es gut 4 cm. Das sorgt für viel zusätzlichen Platz auf den Rücksitzen. Ebenfalls im praktischen Sinne familiärer Bedürfnisse die flexible, sogar längs verstellbare Rücksitzbank. Da gibt es entweder viel Platz im Fuß oder eben im Kofferraum. Je nach Stellung der Rücksitzbank, ob umgeklappt oder nicht, bietet der Cayenne hinten Platz für bis zu 1780 Liter Gepäck. Die maximale Zuladung liegt übrigens bei 710 Kilogramm. Das Ausnutzen des vollen Raumes geht nun auch sehr bequem, da beim neuen die Rücklehnen ohne Ausbau der Kopfstützen umklappbar sind. Optisch hat der Cayenne verglichen mit dem Vorgänger eine gewisse Leichtigkeit des Designs. Vorn die schwungvolle Linie der Scheinwerfer, die Rückleuchten ebenfalls nicht mehr viereckig, sondern spitz zulaufend. Kritiker halten das für einen asiatischen Einschlag und das sei schon ziemlich ungehörig für einen Porsche. Da ist die Botschaft der Motorhaube mit ihrer mächtig herausgearbeiteten optischen Kontur schon eindeutiger. Drunter steckt jede Menge Dynamik. Ein V8 Biturbo mit 500 PS Leistung, der bereits bei 2250 Umdrehungen das maximale Drehmoment von 700 Newtonmetern zur Verfügung stellt. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Cayenne Turbo trotz mehr Länge und Breite gute 200 Kilogramm weniger als der Vorgänger wiegt, bekommt man eine Ahnung, was passiert, wenn das Gaspedal durchgetreten wird. Der 4,8 Liter Biturbo-Motor katapultiert die rund 2,5 Tonnen Fahrgewicht in 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Ohne Zugkraftunterbrechung. Ohne eine Sekunde beim Beschleunigen zu schwächeln, zieht der Motor in Verbindung mit der neuen 8-Gang-Automatik den SUV kontinuierlich bis zur Topspeed von 278 km pro Stunde hoch. Einfach ein atemberaubendes Gefühl. Für den richtigen Grip sorgt die Elektronik und riesige, allerdings optionale 21-Zoll-Reifen. Serienmäßig ist der Cayenne Turbo mit 19-Zoll-Rädern ausgestattet. Ebenfalls neu entwickelt der Allradantrieb. Beim Porsche Cayenne Turbo werden die Hinterräder nun direkt angetrieben. Der Kraftfluss zu den Vorderrädern erfolgt über eine elektronisch geregelte Lamellenkupplung. Kommt also der Zuffenhausener Turbo angewalzt, gibt es wenig auf der Straße, was ihn aufhalten kann. Allenfalls bei Regen und Aquaplaning heißt es aufpassen. Viel Wasser auf der Straße, Aquaplaning, der Reifen schwimmt auf und jetzt merkt man ganz schnell an der Lenkung, aha, da passiert nicht mehr viel. Die Reifen müssen die Kräfte übertragen und auf dieser künstlichen, rutschigen Fläche ist bei einer bestimmten Geschwindigkeit einfach die Fahrphysik am Ende. Wer bei entsprechend sicherer und freier Fahrbahn die Leistung konsequent abruft, muss dann nur noch für entsprechend Futter, sprich viele, viele Liter Super Plus Sprit sorgen. Porsche selbst gibt für seinen Koloss einen Durchschnittsverbrauch mit fast schon lächerlich anmutenden 11,5 Litern auf 100 km/h an. Sorry, das haben wir nicht geschafft. Wir lagen selbst bei extrem gelassener Fahrweise bei guten 15 bis 17 Litern. Bei einer der Leistung des Autos entsprechenden Fahrweise sind es schnell mal 25 und mehr Liter. Da wird die Reichweite selbst bei einem 100-Liter-Tank ziemlich kurz. Hinterm Steuer ist das alles schnell vergessen. Der Cayenne Turbo-Pilot fühlt sich einfach königlich. Und beim neuen Cayenne sitzt der Drehzahlmesser wieder da, wo er bei einem Porsche hingehört, in der Mitte der Instrumententafel. Wie schon im Panamera gleicht das Ambiente im Inneren einer Mischung aus Business Lounge und Flugzeugcockpit. Schon in der Serienausstattung gibt es das alles auf Luxusniveau. Nun, bei einem Basispreis von 115.000 Euro ist das wohl zu erwarten. Die Aufpreisliste ist dennoch schier unendlich. Schnell sind 30.000 bis 40.000 oder mehr Euro für Sonderausstattungen ausgegeben. Ach ja, das gute Stück ist übrigens geländetauglich.
Allerdings kostet es schon ein wenig Überwindung, die schicken 21 Zöller mit teurer Hochgeschwindigkeitsbereifung durch den Dreck zu fahren. Dank Geländeknopf, zwei extra Höhenniveaus, elektronischer Längs- und Quersperre kommt der Cayenne auch außerhalb befestigter Straßen gut klar. Doch 500 PS sind hier und da zu viel des Guten, daher in solchen Situationen extrem schwer zu dosieren. Dann doch lieber Vollgas auf Asphalt. Hier ist der Turbo ein äußerst potenter und exklusiver Vertreter der Luxus-SUV-Klasse. Und damit das auch so bleibt, hat Porsche ein kleines Hindernis eingebaut. Wer dieses Auto kaufen will, sollte allein schon wegen der Anschaffungs- und der nicht ganz unerheblichen Unterhaltskosten jederzeit mühelos in der Lage sein, den Kofferraum formatfüllend mit 50-Euro-Scheinen zu füllen.